So, du kannst mal aufschlagen den Propheten Joel. Prophet Joel, Kapitel 3, die Verse 3 bis 5. Prophet Joel, die Kapitel 3, die Verse 3 bis 5. Dankeschön. Ich lese dir vor, da sagt der Herr, und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. So, wir haben eine Mondfinsternis erlebt, eine totale Mondfinsternis am Freitagabend, die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts. Und man konnte es tatsächlich auch sehen, auch in Leipzig. Aber das Entscheidende war nicht und ist bei so einem Ereignis nicht, den Mond zu sehen, sondern zu verstehen, was der Herr sagen möchte mit solchen Ereignissen, weil er ist der Herr über solche Ereignisse und das ist kein Zufall. Sondern der Herr redet und er redet eben auch durch solche Momente, wo solche Zeichen am Himmel entstehen. Und die Bibel spricht vom sogenannten Blutmond und der Blutmond ist der Mond, wenn eine totale Mondfinsternis ist. Dann wird er so rot, das hast du vielleicht gesehen am Freitagabend, Freitagnacht. Und das nennt man also Blutmond. Und hier spricht die Bibel vom Blutmond. Ich möchte nicht heute über den Blutmond predigen. Es geht um was ganz anderes. Die Botschaft heute lautet, der Titel der Predigt lautet, die Botschaft der Gebetsaltäre. Die Botschaft der Gebetsaltäre. Wir als Gemeinde haben in dem Monat August, der jetzt vor uns liegt, eine ganz besondere Zeit des Gebets vor. So, zum einen ist es Zeit von Urlaub, manche fahren in Urlaub noch, aber zum anderen, worauf wir einen Schwerpunkt legen wollen, worauf wir eine große Erwartung auch haben, ist ein besonderer Monat des Gebets. Und heute werde ich ein bisschen Grundlagen schon legen, am Dienstag in der Family Cell Gruppe geht es weiter, worum es dabei geht. Also die Botschaft der Gebetsaltäre. Und wie gesagt, wir wollen uns mit Gebet beschäftigen und heute eine Grundlage dafür. Und deswegen, das ist der Einstieg mit diesem Vers hier oder diesen Versen aus dem Propheten Joel. Und der erste Punkt, über den ich predigen möchte heute, ist Gottes Idee mit Gebet. Gottes Idee mit Gebet. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gottes Idee mit Gebet. So, ich weiß nicht, welche Idee oder Vorstellung du von Gebet hast. Gott hat eine Idee von Gebet. Er hat eine Vorstellung von Gebet. Und von der lesen wir hier in diesem Vers in Joel 3. So, du musst dir Folgendes vorstellen. Hier ist also von den letzten Tagen die Rede oder eigentlich von den letzten Minuten sozusagen. Last minute. Was kommt unmittelbar bevor, hier heißt es, der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Was kommt unmittelbar vor dem allerletzten Tag der Weltgeschichte? Es gibt einen allerletzten Tag der Weltgeschichte. Unsere Welt, die hat einen Anfang und sie hat ein Ende. Sie ist nicht ein ewiger Kreislauf, der sich immer wiederholt. Es hat einen Anfang und ein Ende. Es gibt einen allerletzten Tag. Danach kommt die Ewigkeit in zweierlei Art und Weise, als Himmel oder Hölle. Und es wird schon etwas Besonderes sein und man wird es merken, wenn es drauf zugeht. Und ein Zeichen, was kommen wird vor dem allerletzten Tag, ist Sonnenfinsternis und Mondfinsternis. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden. Also auch ein Blutmond ist ein Zeichen vor dem allerletzten Tag. Und jetzt musst du dir also vorstellen, eine Atmosphäre, wo etwas richtig zu brodeln beginnt. So, es gibt so zwei Tendenzen in der Bibel. Das eine ist, dass die Bibel sagt, das Neue Testament immer wieder sagt, wir werden es nicht wissen, wann der letzte Tag ist. Es wird überraschend kommen. Und die andere Tendenz ist, dass gleichzeitig trotzdem ganz bestimmte Dinge vorausgesagt werden, sehr klar vorausgesagt werden, die passieren werden vorher. Also, und eins davon ist eben Sonnenfinsternis und totale Mondfinsternis, Blutmond. Und es wird dabei um Leben und Tod gehen. Und zwar für die, die noch nicht gerettet sind, die ihr Leben noch nicht Jesus gegeben haben, die Jesus noch nicht eingeladen haben, die noch nicht ein Kind Gottes geworden sind, für die wird es last minute um Leben und Tod gehen.
Gerettet, sagt die Bibel, sind wir dann, wenn wir Jesus eingeladen haben in unser Leben, wenn wir ihn um Vergebung gebeten haben für unsere Sünde und Schuld und Kind Gottes geworden sind. Dann sind wir gerettet. Es ist so simpel, die Hauptbotschaft der Bibel ist völlig simpel. Wir sind ohne Gott verloren und wir sind mit Jesus gerettet. Wir sind, wenn wir ohne Gott leben, sind wir verloren. Wenn wir mit Gott leben, wenn wir mit Jesus leben, ihm nachfolgen und ihn eingeladen haben, ihm gehorsam sind und mit ihm leben, sind wir gerettet. Die Grundbotschaft der Bibel ist ganz völlig simpel und einfach. Es geht um gerettet und verloren. Und das ganz real. Und es wird einen letzten Tag im Leben von jedem Einzelnen von uns geben und es wird einen letzten Tag der Weltgeschichte geben. Und dann stehen wir vor Jesus als dem Richter, der darüber entscheiden wird. So, und hier ist also von einer Atmosphäre die Rede, wo es um Leben oder Tod geht, last minute. Und wo last minute noch Entscheidungen fallen können. Und wir lesen in Lukas 21, Vers 25 und 26, wie die Atmosphäre sein wird. Lukas 21, Vers 25 und 26, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. So, das wird die Atmosphäre sein, last minute, unmittelbar, bevor der letzte Tag kommt. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Das ist nicht das, was ich sage, es ist das, was die Bibel uns sagt. Ich habe dir hier zitiert, was Jesus selber sagt. So, es wird wie ein Brodeln sein, oder die Bibel nennt es wie Geburtswehen. Und es ist last minute, ist die Möglichkeit, immer noch gerettet zu werden. Und dann steht einfach nur inmitten von all dem steht der Vers, und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Zitier doch mal bitte deinem Nachbarn diesen Vers. Wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Proklamier das mal laut zu deinem Nachbarn. So, es gibt also in dieser Situation, last minute, wo es um Leben und Tod geht, wo ein weltweites oder universelles Brodeln ist, eine Geburtsatmosphäre, gibt es last minute immer noch die Möglichkeit, gerettet zu werden. Und zwar durch ganz simpel eine Sache, nämlich wer den Namen des Herrn anrufen wird. Wer den Namen des Herrn anrufen wird. Und ich beschreibe dir all das, ich predige eigentlich gar nicht heute über die letzte Zeit oder über Blutmond und was weiß ich alles, das alles ist nur der Einstieg. Aber weißt du, was es zeigt? Es zeigt etwas von der Power des Gebets. Von der Power des Gebets. Die wichtigste Sache in unserem Leben, ob wir nämlich gerettet sind oder verloren, entscheidet sich nur an einem, ob wir zu Jesus gerufen haben oder nicht. Und es entscheidet sich in einem Moment, du kannst in einem Moment noch zu Jesus rufen und du bist gerettet. Es zeigt etwas von der Power des Gebets. Als Jesus gekreuzigt wird, werden zwei andere mit ihm gekreuzigt, zwei Verbrecher. Der eine spottet noch über Jesus am Kreuz und der andere sagt nur einen Satz. Er sagt, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Zu dem einen, der über ihn gespottet hat, sagt Jesus nichts, er antwortet ihm gar nichts. Und zum anderen sagst du, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ein Satz hat sein Leben last minute gerettet. In allerletzter Minute. Was für eine Power liegt in Gebet. Wenn es um unser Leben geht, um unsere Errettung geht, alles entscheidet sich daran, ob wir zu Jesus gerufen haben oder nicht. Ob wir das entscheidende Gebet unseres Lebens, wie auch immer es formuliert war, das ist überhaupt nicht der Punkt. Der am Kreuz hing, der wusste nicht, wie man das ordentlich formuliert. Also so würde ich eigentlich nicht lehren, dass man jemand in ein Übergabegebet hineinführt. Das war kein klassisches Übergabegebet, wie wir es kennen. Aber das wusste er auch nicht, wie man das macht. Aber was in seinem Herzen war, wusste Jesus ganz genau und hat er ganz genau verstanden. Er sagt einfach nur, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. So schnell wurde er gerettet.
ein Satz Gebet und hat über seine Ewigkeit entschieden. So, wenn es schon bei der wichtigsten und größten Sache unseres Lebens so passiert, dann ist es doch wohl genauso möglich, dass dieselbe Power des Gebets auch in allen anderen Bereichen auch so funktionieren kann. So, dieser Vers, wer den des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Da steht im Hebräischen für das Anrufen steht kara, das Verb heißt kara und es bedeutet rufen, aber eigentlich mehr schon in dem Sinn schreien. Rufen und schreien. Also wer zum Herrn schreien wird, der wird gerettet werden. Anna ist gerade im Kinderdienst, viele kennen ihr Zeugnis. Anna war als Teenager, hat sie mit Jesus gelebt und dann ist sie völlig weggegangen von Jesus und völlig abgerutscht in Drogen, in Alkohol, in viele, viele Beziehungen, in Prostitution und war ganz, ganz weit weg in einem völlig finsteren Leben, selbst wirklich dämonisch belastet, hat sehr starke dämonische Attacken erlebt, wollte sich selbst umbringen, aus dem Fenster springen, saß auf dem Fensterbrett und so weiter. Und dann hat sie einen Abend gehabt, wo ihr alle Dämonen ihres Lebens, die sie eingeladen hatte, begegnet sind. Und in dem Moment wusste sie, ich habe nur eine Chance noch irgendwie mit Jesus. Und sie hat ihre Eltern angerufen, Hubert und Moni, die kamen, haben sie mitgenommen, haben gesagt, komm, wir bringen dich zu Stefan und Dorothee. Und plötzlich klingelt es also eines Abends bei uns, als wir noch vor vielen Jahren in Grünau gewohnt haben, es klingelte bei uns und sie sagten, wir sind mit der Anna hier, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Also sie ist nah am Durchdrehen, sollen wir sie in die Psychiatrie bringen oder was sollen wir machen? Und wir haben kurz gebetet, und wir haben ihnen eins gesagt, Anna muss selber zum Herrn rufen. Sie muss zu Jesus schreien. Und was sie gemacht haben, sie sind auf einen Parkplatz gefahren, außerhalb der Stadt, wo niemand mehr war, wo sie wirklich völlig alleine waren, sind ausgestiegen, Anna hat sich hingekniet und hat einfach nur zu Jesus geschrien. Aber richtig, den Namen Jesus geschrien. Und in einem Moment zerbrach die ganze Finsternis, die dämonische Power, alle Finsternis über ihrem Leben. Jesus kam mit seinem Frieden, mit seiner Freude. Sie wurde, sein Kind wurde von Neuem geboren, kam unglaublich Freude. Und als sie am nächsten Tag uns besuchen kam, war sie ein völlig anderer Mensch. Uns guckten völlig andere Augen an und ein völlig anderer Mensch. Ein Moment zu Jesus schreien. Aber weißt du, was darin liegt, auch in dem Wort, ist, dass Jesus uns ganz deutlich sagt, wenn du es ernst meinst, höre ich dein Gebet. Wenn du zu mir schreist, höre ich dein Gebet. Gebet ist nicht ein bisschen lauwarm ein paar Sätze zum Himmel sprechen. Gebet ist nicht so, ich fülle meinen Antrag aus, was ich gerne vom Himmel hätte und gebe ihm im Amt ab. So ein bisschen lauwarm. Das ist nicht beten. Die Idee Gottes von beten sehen wir hier in diesem Vers. Jemand schreit zu Gott, also in seiner ganzen Ernsthaftigkeit betet er zu Gott und legt alles vielleicht sogar in einen Satz einfach nur rein oder sogar in ein Wort. Schreit einfach nur Jesus. Oder Jesus, hilf mir. Jesus, rette mich. Jesus, heile mich. Und er wird sofort gerettet. Das ist Gottes Idee von Gebet. Und falls du dich an ein anderes Gebetsleben gewöhnt hast, an Gebet, was nicht erhört wird, möchte ich dir sagen, das ist nicht biblisch. Gebet, was nicht erhört wird, ist nicht biblisch. Gibt es immer Gründe dafür? Es braucht manchmal Zeit, dass Gebet erhört wird. Wir müssen manchmal Bedingungen erfüllen, wir müssen Wege gehen oder was. Aber was Gottes Idee nie war, ist Gebet, was nicht erhört wird. Es mag manchmal Gründe geben und das Wort Gottes nennt auch Gründe, warum Gott manchmal Gebet nicht erhört.
Aber es gibt immer Gründe dafür, wenn es so ist. Aber wir dürfen uns nie an einen Zustand gewöhnen, wo wir Gebet vor uns hinplappern und nicht wirklich glauben und es nicht wirklich ernst meinen. Das ist nicht Gottes Idee von Gebet. So, Gottes Idee von Gebet ist das hier. Jemand schreit zu Gott in seiner Not oder weil er Gott noch nicht kennt und spürt, was es heißt, nicht gerettet zu sein. Er schreit zu Gott. Und wenn es ein Satz ist, ein Wort ist, zwei Worte sind, und dieses eine Gebet verändert alles für immer. Das ist Gottes Idee von Gebet. Das eine Gebet von dem, der am Kreuz hing, hat sein Leben für die Ewigkeit gerettet. Eine einschneidende Veränderung für immer. So, wenn du heute hier bist und in Not bist, oder wenn du heute hier bist und kennst Gott noch nicht und spürst vielleicht schon, wie verloren du bist, ein Gebet verändert alles. Es gilt heute dieser Satz: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Wenn du hier bist und bist nicht gerettet, du wüsstest nicht, wenn du heute sterben würdest, ob du im Himmel oder in der Hölle landest. Du kannst zu Jesus rufen und du wirst gerettet. In einem Moment. Du kannst heute zu Jesus rufen. Wenn du hier bist mit Not, du kannst heute zu Jesus rufen und du wirst gerettet. Und das ist die Grundidee Gottes bei Gebet. Du betest und Gott antwortet und etwas verändert sich für immer. Das war nur der Einstieg. Das Thema ist die Botschaft der Gebetsaltäre und wir wollen uns verschiedene Altäre anschauen und ihre Bedeutung. Wir fangen an, also ich komme jetzt zum zweiten Punkt. Der erste Punkt war Gottes Idee mit Gebet. Der zweite Punkt ist Noahs Altar. Noahs Altar. Kennst du die Geschichte der Arche Noah? Das ist eine der bekanntesten Geschichten überhaupt. Ich will sie trotzdem kurz erzählen, weil ich nicht voraussetze, dass hier jemand die Bibel kennt oder biblische Geschichten kennt, auch wenn es wirklich eine der bekanntesten Geschichten überhaupt ist. Am Anfang war das Paradies, Gott hat den Menschen geschaffen, die Welt geschaffen, dann war das Paradies und dann hat sich der Mensch von Gott losgerissen und musste das Paradies verlassen, weil er Gott ungehorsam war. Man hat die Beziehung zu Gott verloren und dann wurde es völlig finster auf der ganzen Erde. Und in das Herz des Menschen kam all das Böse, was du heute kennst, was du siehst, wo du nur die Nachrichten anschauen musst, die Zeitung lesen musst oder dich ein bisschen aufmerksam umschauen musst. All das Böse kam in das Herz des Menschen durch die Sünde und durch die Trennung von Gott. Und direkt nachdem die Menschen das Paradies verlassen mussten, lesen wir sofort von dem ersten Mord, dem Mord von Kain an Abel. Der erste Mensch wird ermordet. Und innerhalb von ein paar wenigen Kapiteln werden die Menschen so böse, dass Gott so traurig wird darüber, dass er sie geschaffen hat, dass er Gericht ankündigt und sagt, ich werde diese Menschheit richten. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. So hatte ich mir Menschen nicht vorgestellt. Und da gibt es aber eine Familie, die heraussticht aus all den Menschen. Das ist die Familie von Noah. Und Gott sieht ihn und sieht, dass er anders lebt und spricht zu ihm, bau dir eine Arche, ein Schiff und bring deine Familie da hinein und bring von allen Tieren ein Pärchen da hinein. Und dann schließlich hat er das Schiff gebaut. Das kann man jetzt sich wunderbar mit viel Fantasie alles vorstellen, wie er das baut. Wie alle spotten, weil es mitten auf trockenem Land ist. Und was war, ich predige heute nicht über Noah, sondern über den Altar am Ende. Also auf jeden Fall, er baut das Schiff, die Arche, all die Tiere bringt er hinein, die Familie schließt die Tür, das heißt, Gott schließt die Tür hinter ihm und dann beginnt es zu regnen. Wolkenbrüche, wie es noch nie gegeben hat und hört nicht auf zu regnen. Bis das Wasser immer mehr steigt, bis schließlich wirklich alle Berge bedeckt sind. Ich glaube 150 Tage oder so, ich habe es jetzt nicht nochmal gelesen, viele, viele, viele Tage jedenfalls.
Und nach vielen, vielen Tagen hört es auf zu regnen und so langsam sinkt das Wasser wieder und nach vielen, vielen, vielen Tagen landet die Arche auf dem Berg Ararat. Und als schließlich alles Wasser weggeflossen ist, öffnen sie die Tür und steigen aus. Und dann lesen wir etwas, was dann passiert. In Genesis, 1. Mose 8, Vers 20 bis 22 lesen wir: Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Dann heißt es ab Vers 21, und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. So, und die entscheidende Frage ist: Warum baut Noah eigentlich einen Altar? Das ist eine ganz simple Frage, aber es ist, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, überhaupt nicht selbstverständlich. Eine ganz unscheinbare Frage erstmal. Weil wir sind es gewohnt, wenn du Bibelleser bist, dann kennst du, dass Altäre gebaut werden. Hier wird der erste Altar gebaut. Und die Frage ist, warum baut eigentlich Noah einen Altar? Im Tabernakel, im Tempel gab es später Altäre. Das war eine klare Anweisung von Gott. Gott hat den ganzen Tabernakel und den Tempel alles gestylt und entworfen, wie es sein soll, auch in Details. Und natürlich, da war ein Altar dabei. Aber es macht auch Sinn, weil da wurde ständig geopfert. Warum baut jemand einen Altar, der nur einmal auf diesem Altar etwas opfern will? Der überhaupt nur einmal vorhat, auf diesem Altar ein Opfer zu bringen. Warum baut jemand so einen Altar? Abel hatte auch schon geopfert. Das war das allererste Opfer, was Menschen Gott gebracht haben. Aber Abel hat keinen Altar gebaut. Man kann auch auf der Erde Holz aufschichten und ein Feuer machen und ein Opfer bringen. Warum baut man einen Altar, wenn man gar nicht vorhat, ihn öfters zu benutzen als nur ein einziges Mal? Warum macht das nicht wie Abel auf dem Boden? Gott hat es auch nicht zu ihm gesagt, dass er das machen soll. Es ist seine eigene Idee, seine eigene Initiative. Wir finden eine Antwort, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen: Was war denn wohl das Anliegen von Noah? Wie kommt er auf die Idee? Warum macht er das eigentlich? Die Arche ist gelandet, endlich können sie die Tür aufmachen. Und das Erste, was er tut, ist, dass er einen Altar baut. Und natürlich opfert. Da gibt es ein Anliegen dahinter. Es gibt einen Grund, eine Motivation, warum er das getan hat. Was war das Anliegen von Noah? Was wollte er von Gott? Was wollte er bei Gott erreichen durch das Opfer? Wir müssen uns einfach Folgendes vorstellen, dass Noah und seine Familie vor eigenen Augen das schlimmste Gericht Gottes erlebt haben, was es jemals auf dieser Welt bis zum Ende der Weltgeschichte geben wird. Sie haben es mit eigenen Augen erlebt. Und ich denke, dass sie, als sie dann in der Arche waren und das miterlebt haben, sie wussten es ja schon vorher, Gott hat es ihnen gesagt, aber dann haben sie es miterlebt. Ich denke, sie waren unendlich glücklich und froh über ihre eigene Errettung. Das war das eine. Und ich denke, es war gleichzeitig etwas anderes, was sie die ganzen Tage in der Arche beschäftigt hat. Und als sie rauskamen und dann die Erde gesehen haben, sie waren erschüttert über dieses Gericht. Sie waren ganz sicher, ohne Ende erschüttert. Da waren Freunde von ihnen, Angehörige, Verwandte, Nachbarn, die alle umgekommen waren in der Flut. Als sie ausstiegen aus der Arche und das Wasser sich verlaufen hat, ich weiß nicht, wie die Erde da aussah. Es war alles anders. Es war alles verändert. Natürlich, irgendwann hat sich die Natur wieder erholt. Aber es war erstmal alles verändert. Es war einfach
the day after. Es war eine totale Katastrophe. Nichts sah mehr aus wie vorher. Sie landen auch irgendwo, wussten ja gar nicht wo. Und eins ist klar, es gibt keine Menschen mehr. Außer uns gibt es keine Menschen mehr. Die Tiere haben wir alle mitgebracht, aber außer uns gibt es keine Menschen mehr. So, warum baut er einen Altar? Ich glaube, dass das Anliegen von Noah war, dass mit dieser ganzen Zerbrochenheit und Erschüttertsein über die Sünde der Menschen, das war ihnen klar, aber auch mit dem ganzen Erschüttertsein über das Gericht, ich glaube, er wollte eins ausdrücken. Er brachte diese Opfer und es war verbunden mit einem Anliegen. Das wird nicht im Bibeltext gesagt, aber ganz sicher war es das. Das sehen wir an der Antwort, die Gott gibt. Ganz sicher war das Anliegen. Herr, bitte verspreche uns, dass du so etwas nie wieder tust. Bitte versprich uns, auch wenn wir Menschen böse sind, dass du nie wieder so ein Gericht ausübst wie das. Weißt du, wenn du mal was Schlimmes erlebt hast, dann ist bei dir, immer wenn es darum geht, eine ganz andere Unsicherheit als bei anderen Menschen. Wer einen Flugzeugabsturz überlebt hat, wenn er überhaupt ein Flugzeug noch besteigt, wird das mit ganz anderen Gefühlen tun als alle anderen Menschen. Wer irgendetwas Schlimmes erlebt hat, der hat an einem Punkt, wo alle anderen Menschen so einfach so dahin leben, hat eine Unsicherheit in seinem Leben. Und sie haben sehr, sehr grundsätzlich, sie haben ein Gericht Gottes erlebt und wissen, was es bedeutet, wenn Gott Gericht übt. Und ich glaube, das war der Schrei von Noah zu Gott. Gott, wir wissen, wie böse Menschen sind, aber bitte, mach sowas nie wieder. Weil sonst könnte es ja sofort wieder passieren, sonst könnte es ja in einem Jahr wieder passieren. Und ist das nicht krass? Ein Opfer, verbunden mit einem Gebet, eines Menschen, baut eine Grundlage, auf der du und ich heute noch leben. Weil die Antwort Gottes ist eine Festlegung für die gesamte Weltgeschichte bis ans Ende der Zeit. Dass Gott sagt, sowas werde ich nicht wieder tun. Und ich gebe eine Gesetzmäßigkeit, auf die sich Menschen verlassen können, von Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Menschen können sich darauf verlassen, dass es so ein Gericht bis zum Ende der Zeit nicht wieder gibt. Es war das Ergebnis von einem Gebet und von einem Altar. Und das bringt uns eigentlich auch schon ein bisschen auf die Antwort, warum baut er einen Altar? Du musst dir Folgendes vorstellen, wenn du ein Opfer auf einem Holzfeuer auf dem Boden bringst und verbrennst, bleibt nichts übrig. Vom Holz nicht und vom Opfer nicht. Es bleibt nichts übrig. Wenn du aber ein Opfer auf einem Feuer auf einem Altar verbrennst, bleibt das Opfer nicht übrig, das Holz nicht übrig, aber der Altar, der bleibt. Und ich glaube, dass das eigentlich genau der Sinn dahinter war. Ich glaube, dass Noah schon mit einer solchen Haltung in dieses Gebet gegangen ist, dass er gesagt hat, ich bete jetzt ein Gebet, was einschneidend sein wird. Und ich möchte ein Zeichen setzen, auch ein sichtbares Zeichen, das nach diesem Gebet noch übrig bleibt, wie ein Denkmal. Als ein sichtbares Zeichen, dass Leute sehen können noch hier, hier ist Noah Gott begegnet. Hier hat Noah gebetet. Und dieses Gebet hat für immer etwas verändert, für ihn, aber auch für alle nachfolgenden Menschen. Ein Denkmal, ein sichtbares Zeichen, eine Begegnung, die ein Mensch mit Gott hatte, das etwas für immer verändert hat.
Und ich glaube, dass er diesen auf die Idee kam, weil es war seine Idee. Gott sagt es nicht. Es war seine Idee und er wollte nur einmal opfern. Und ich glaube, dass er auf die Idee kam, weil er von vornherein die Haltung hatte, ich möchte, dass dieses Gebet nachhaltig bleibend etwas verändert. Und deswegen möchte ich sogar, dass in der sichtbaren Welt ein Zeichen davon übrig bleibt. So ein Steinaltar, gerade auch wenn du größere Tiere opferst, ist schon so ein kleines Bauwerk. Das sind nicht nur so ein paar Steine aufeinander gerichtet. Wenn du einen Stier opfern willst oder so auf einem Altar, dann musst du schon ein bisschen größer was bauen. Davon bleibt auch was übrig. Und es ist tatsächlich so, dass Archäologen zum Beispiel in Sichem einen Altar gefunden hat, der zurückgehen könnte bis auf die Erzväter Israels. Und ganz aktuell habe ich ein Video gesehen aus der City of David, aus der Stadt Davids in Jerusalem. Und zwar wurde in dem Areal, in dem vermutlich der Palast von König David war, ein Opferaltar gefunden. Und neben dem Opferaltar ein Gebetsaltar. Ein Altar, der ganz offensichtlich nicht zum Opfern war, sondern der wirklich ein Gebetsaltar war. Und vielleicht, Sie nehmen es wirklich an, dass es sozusagen der Gebetsaltar von König David war. Hey, 3000 Jahre nach David, 4000 Jahre nach Abraham, Isaak und Jakob, findet man heute die Altäre noch, die sie gebaut haben. Als sichtbare Zeichen ihre Begegnung mit dem Herrn, die nachhaltig Veränderung gebracht haben. So, der Sinn eines Altars aus meiner Sicht ist also ein nachhaltig sichtbares Denkmal an eine Begegnung eines Menschen mit Gott, die etwas für immer verändert hat. Dafür baut jemand einen Altar. So, und es ist einfach absolut krass, dass, wie gesagt, unser Leben heute aufbaut auf der Verheißung, die Gott gibt, nachdem Noah dieses Gebet betet und diesen Altar gebaut und dieses Opfer gebracht hat. Das war der zweite Punkt, Noahs Altar. Jetzt kommt der dritte Punkt, Abrahams Altäre. Und viertens bist du dann dein Altar. Sag mal zu deinem Nachbarn, viertens bist du dein Altar. Dritter Punkt, Abrahams Altäre. Abraham hat an vier Stellen im Land Israel einen Altar gebaut. In Sichem, in Bethel, in Hebron und auf dem Berg Moria. Sichem, Bethel, Hebron und der Berg Moria. Ich lese dir mal als Beispiel aus Genesis, 1. Mose 12, Vers 7 und 8. Da erschien der Herr dem Abraham. Also Abraham ist in das verheißene Land gekommen. Er weiß aber noch nicht, dass das verheißene Land ist. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und zwar in Sichem. In Sichem erscheint er ihm und sagt ihm, dass Sichem ist so richtig mitten im Land. Ihr wisst es, wir haben das immer auf der Karte angeschaut. Ja? So richtig mitten im Land ist Sichem. Und als er dort ankommt, sagt der Herr ihm, das ist das Land, was ich dir verheißen habe. Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. So, das ist der erste Altar von Abraham in Sichem, und dann heißt es im Vers 8, danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Da steht dasselbe hebräische Wort Kara, wie wir es in Joel schon gelesen haben. Er rief den Namen des Herrn an. Er plapperte nicht ein bisschen belanglos ein Gebet vor sich hin, er rief den Namen des Herrn an. Er schrie zu Gott, kannst du auch übersetzen. So, wir haben also diese vier Altäre, die er gebaut hat, Sichem, Bethel, Hebron und Berg Moria. Und dann einen weiteren Ort gibt es noch, nämlich in Beersheba, heißt es auch, dass er den Namen des Herrn anrief. Dann baut er nicht einen Altar, sondern er pflanzt einen Tamariskenbaum. Ein Tamariskenbaum, habe ich nachgelesen, hat sehr, sehr, sehr tiefe Wurzeln. Und im Grunde hat es eigentlich denselben Effekt. Es bleibt etwas Sichtbares zurück. Das heißt, dann haben wir eigentlich sogar fünf Orte. Sichem, Bethel, Hebron, Berg Moria und Beersheba. Und ich hatte gesagt als Definition, und jetzt sehen wir gleich, da steckt noch mehr drin, als Definition bisher Sinn eines Altars ist ein nachhaltig sichtbares, bleibendes Denkmal an eine Begegnung eines Menschen mit Gott, die etwas für immer verändert hat.
Und jetzt werden wir aber sehen, dass da noch mehr drin steckt in einem Gebetsaltar. Wir schauen uns einfach mal an, was weiterhin passiert. Abraham baut diese Altäre und an diesen 5 Orten ruft er den Namen des Herrn an. Was passiert danach? Sein Sohn Isaak baut in Beersheba einen Altar. In Beersheba, an dem Ort, an dem schon Abraham den Herrn angerufen hat und dann einen Tamariskenbaum gepflanzt hat. Isaak, sein Sohn, baut dort in Beersheba einen Altar. Wir lesen das in Genesis 1. Mose 26, Vers 25. Machen gleich einen Sprung, eine Generation weiter. Jakob, als Josef ihn ruft nach Ägypten, zieht er erst nach Beersheba und dort begegnet ihm der Herr. An dem Ort, an dem Abraham schon zum Herrn gerufen hat, einen Tamariskenbaum gepflanzt hat, sein Vater Isaak einen Altar gebaut hat. Jakob kommt auf dem Weg nach Ägypten in Beersheba vorbei und dann heißt es, Israel, also Jakob, zog hin mit allem, was er hatte. Und als er nach Beersheba kam, brachte er Opfer da dem Gott seines Vaters Isaak. Er opfert. Das ist Genesis 46, 1 bis 6. Also da, wo Isaak einen Altar gebaut hat, wo schon Abraham Gott angerufen hatte und einen Tamariskenbaum gepflanzt hatte, an diesem Ort, und als er nach Beersheba kam, brachte er, also Jakob, Opfer da dem Gott seines Vaters Isaak. Und Gott sprach zu ihm des Nachts in einer Offenbarung, Jakob, Jakob. Er sprach, hier bin ich. Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn da selbst will ich dich zum großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und will dich auch wieder heraufführen. Und Josef soll dir mit seinen Händen die Augen zudrücken. Also Josef wird dabei sein, wenn du stirbst. Da machte sich Jakob auf von Beersheba. Außerdem lesen wir über Jakob, also über den Enkel von Abraham, dass er, als er fliehen muss vor Esau und Richtung Haran flieht, wo seine Familie herkommt, wo ja Abraham ausgezogen ist, dass er in Bethel vorbeizieht und keine Ahnung hat, wo er da ist, an welchem Ort. Was hatte ich gesagt, wo hat Abraham Altäre gebaut? Sichem, Bethel, Hebron, Berg Moria, Beersheba. Bethel. Jakob flieht vor seinem Bruder nach Richtung Haran. Alleine macht er sich auf den Weg. Legt sich abends schlafen und hat keine Ahnung, an welchem Ort er schläft. Und dann heißt es, Genesis 28, Vers 10 bis 19, aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Jakob hat keine Ahnung, wo er sich schlafen legt, aber es ist ziemlich exakt der Ort, an dem sein Großvater einen Altar gebaut hat und den Namen des Herrn angerufen hat. Es ist ziemlich exakt auch der Ort, an dem Gott exakt dieselben Dinge zu Abraham gesagt hat, seinem Großvater. Er legt sich schlafen und er träumt. Und der Himmel ist plötzlich offen und er sieht eine Leiter. Und was ich interessant finde, weißt du was? Er sieht nicht eine Leiter, die von oben zur Erde herabgelassen wird. Er sieht eine Leiter, die auf der Erde steht und ihre Spitze reicht bis zum Himmel. Was für ein Zeichen für Gebet. Sein Großvater hat an dieser Stelle gebetet. Er legt sich nur schlafen
Und exakt an dieser Stelle begegnet ihm Gott und sagt ihm dieselben Verheißungen noch einmal, die er zu Abraham gesagt hat. Außerdem baut Jakob in Sichem einen Altar. Was habe ich gesagt? Wo hat Abraham Altäre gebaut? Sichem, Bethel, Hebron, Berg Moria, Beersheba. Wir lesen, dass Jakob in Sichem einen Altar baut. Und dann ist es noch, dass der Herr Jakob befiehlt, einen Altar in Bethel zu bauen. Was habe ich gesagt? Wo hat Abraham Altäre gebaut? Sichem, Bethel, Hebron, Berg Moria, Beersheba. Am Ende kannst du es auswendig. Okay? Und jetzt wird es spannend. Du musst Folgendes wissen, als der Herr dann den Befehl gibt, ab 2. Mose 20, als sie am Sinai sind und der Herr dann den Befehl gibt zum Bau des Tabernakels, gibt er ja dort den Befehl, den Brandopferaltar zu bauen, den Rauchopferaltar zu bauen und so weiter. Da werden Altäre gebaut. Ab dem Moment war es völlig verboten, irgendwo anders einen Opferaltar aufzubauen. Wir lesen die Geschichte im Buch Josua, dass die 2,5 Stämme, die im Ostjordanland ihr Gebiet bekommen haben, ganz am Ende wollten sie eins klären: Wir gehören zu euch. Alle kommenden Generationen sollen wissen, dass wir zu euch gehören und sollen nicht denken, weil die auf der anderen Seite des Jordans sind, die gehören nicht zu uns. Und sie kamen auf die Idee und bauten am Jordan einen Altar als Denkmal, damit alle kommenden Generationen wissen, wir gehören auch zu euch. Das war ihr Gedanke. Die anderen 9,5 Stämme auf der anderen Seite haben das missverstanden und rufen alle auf und alle anderen 9,5 Stämme ziehen in den Krieg gegen die 2,5 Stämme. Warum? Weil sie gedacht haben, sie bauen einen Opferaltar auf außerhalb des Tabernakels und verleiten zu Götzenopfer. Weil es gibt nur einen Opferaltar, nämlich im Tabernakel, nirgendwo sonst. Wer sonst irgendwo jetzt noch seit dem Tabernakel irgendwo anders dem Herrn opfern will und ein Opferaltar aufbauen will, das ist Abfall von Gott. Genauso reden sie darüber in Josua. Das heißt, wir haben nur bis 2. Mose 20, dass nochmal irgendwo anders ein Opferaltar aufgebaut wurde. Und das heißt, die sind sehr, sehr begrenzt. Wir haben den Altar von Noah auf dem Berg Ararat. Dann kommt Abraham, der baut 5. Wo? Sichem, Bethel, Hebron, Berg Moria, Beersheba. Dann kommt Isaac, baut 1. Dann kommt Jakob, baut 2. Dann kommt Mose und baut 1 in der Wüste. Nämlich direkt nach der Auseinandersetzung mit den Amalekitern, genau, das fiel mir gerade nicht ein. Direkt nach dieser Auseinandersetzung baut er einen Altar und sagt, der Herr mein Feldzeichen. Direkt nach der Auseinandersetzung mit dem Amalekiter. So. Wir haben 5 Leute, die von der Schöpfung an oder von der Vertreibung aus dem Paradies an bis zum Tabernakel überhaupt einen Altar bauen. 5. Noah baute auf dem Berg Ararat, Mose in der Wüste. Es bleiben nur 3, die überhaupt im Land Israel jemals einen Altar gebaut haben, außerhalb des Tabernakels. Und der Hammer ist, dass sie alle nur an den Orten Altäre bauen, wo Abraham Altäre gebaut hat. Eigentlich ist es nur Abraham, der die Altäre baut im Land Israel. Isaak und Jakob bauen immer nur exakt an den Stellen, an denen schon Abraham Altäre gebaut hatte. Abraham ist der absolute Pionier. Er ist der Apostel, der vorangeht. Und da verstehst du jetzt nochmal etwas völlig anderes von der Bedeutung eines solchen Altars. Alle 5 Altäre, die im Land Israel jemals gebaut wurden, im biblischen Sinne und in der Zeit der Bibel, stammen von Abraham.
Sichem, Bethel, Hebron, Jerusalem, also Berg Moria und Beersheba. Und wir schauen uns diese 4 bis 5 Altäre, wie gesagt, ich nehme den Tamariskenbaum aus Beersheba noch mit rein. Die schauen wir uns jetzt nochmal an und dann sind wir aber auch gleich auf dem Punkt, um den es geht. Wenn wir uns anschauen, was haben diese Altäre bewirkt? Was haben sie freigesetzt? Wir haben es uns schon ein bisschen angeschaut. Sie haben in 2 Richtungen etwas freigesetzt. Diese Altäre haben erste Richtung, was sie freigesetzt haben. Sie haben etwas freigesetzt in gigantischem Ausmaß über den kommenden Generationen. Überall da, wo Abraham den Herrn anrief, zum Herrn geschrien hat und einen Altar gebaut hat. Das sind die Orte, an denen sein Sohn und sein Enkel auch Gott begegnen. Das sind die Orte, an denen der Himmel offen ist über Jakob und er träumt und Gott begegnet ihm. Das sind die Orte, an denen sie auch Altäre bauen und Gott ihnen auch begegnet und die Verheißung erneuert und Gott begegnet ihnen. Das heißt, ein Effekt von einem richtigen Gebetsaltar in diesem Sinn, geistlichen Gebetsaltar, was nicht an den Steinen liegt, die du aufbaust, ein richtiger Gebetsaltar in diesem Sinn geht also noch über diese Definition hinaus. Ich sage dir nochmal die Definition, die erste Definition. Sinn eines Altars ist ein nachhaltig sichtbares, bleibendes Denkmal an eine Begegnung eines Menschen mit Gott, die etwas für immer verändert hat. Aber jetzt sehen wir, dass es noch viel mehr ist. Es setzt etwas frei über den kommenden Generationen. Ein richtiger Gebetsaltar scheint also über den kommenden Generationen den Himmel zu öffnen und Segen für sie freizusetzen. Das ist es. Wenn jemand dasselbe im geistlichen Sinne tut, was Abraham getan hat, als er den Herrn anrief und diese Altäre baute, nur 5 in seinem ganzen Leben. Nur 5. So ein Glaubensheld. 5 Altäre, aber diese 5 Altäre, die haben es in sich. 3 davon sind die Orte, an denen seine Nachkommen Gott begegnen. So, das heißt, es geht nicht nur um Durchbrüche für dich selber, sondern wenn du das tust, wenn das im Geist passiert, was die Bibel meint, wenn jemand ein Gebet den Herrn anruft, also zum Herrn schreit und ein Gebetsaltar baut, dann passiert etwas in der unsichtbaren Welt und in der sichtbaren Welt. Etwas, was so nachhaltig etwas verändert, dass man hinterher die Veränderung sehen kann und dass ein bleibendes Zeichen dieser Begegnung mit Gott übrig bleibt. Und ein sichtbares Zeichen davon ist plötzlich, dass der Himmel offen ist über den nachfolgenden Generationen. Dass Segen für sie freigesetzt wurde, dass Gott ihnen begegnet. Ich habe gesagt, es sind 2 Richtungen, haben die 5 Altäre Abrahams gewaltig etwas freigesetzt. 3 Orte sind Orte, wo seine Nachkommen Gott begegnen. Und die zweite Richtung ist, diese Altäre setzen geistliche Fundamente für die Pläne Gottes in der Zukunft frei. Und zwar Jahrhunderte im Voraus. Es sind wie Pflöcke, die Abraham einschlägt ins Land Israel. Die also Altäre legen die geistlichen Fundamente für die Einnahme des Landes später. Es sind Pflöcke, die Abraham eingeschlagen hat. Und deswegen wollte auch Abraham nicht einfach auf der Erde opfern. Er wollte, dass ein Altar übrig bleibt. Und in Sichem hat man womöglich sogar die Steine gefunden, den Altar, Reste des Altars, was sein könnte, dass es bis auf Abraham zurückgeht. So er legt die geistlichen Fundamente für die Einnahme des Landes. Der Altar in Hebron, die Altäre in Sichem, Bethel und Beersheba sind die Altäre, wo seine Nachkommen Gott begegnen. Der Altar in Hebron legt das geistliche Fundament für die Königsherrschaft Davids. Als David König wird, wird er zuerst in Hebron König.
7 Jahre lang nur über den Stamm Juda. In Hebron, da wo Abraham einen Altar baute, einer von 5. Er legt das geistliche Fundament für entscheidende Dinge in der Zukunft. Und dann baute ein Altar noch, über den ich jetzt noch nicht gesprochen habe, auf dem Berg Moria. Und das ist die größte Herausforderung, weil er auf diesem Altar seinen Sohn Isaak opfern soll. Und du kennst die Geschichte, dass im allerletzten Moment, er will es opfern, sein Sohn hat ihm auf dem Weg gefragt, Vater, hier ist Feuer und hier ist Holz, aber wo ist denn das Lamm? Und Abraham sagt, Gott wird sich ein Lamm ausersehen. Wie prophetisch. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, ob du es weißt, der Berg Moria ist nicht irgendein Berg. Als Gott zu Abraham redet und ihn ruft, dass er seinen Sohn Isaak auf dem Berg Moria opfern soll, da geschieht es in Beersheba im Süden von Israel. Es sind 2 Tagesreisen zum Berg Moria. Der Berg Moria ist der Tempelberg in Jerusalem. Es ist der Tempelberg, auf dem Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll. Und im letzten Moment greift Gott ein und sagt nein. Und dann sieht er einen Lamm und opfert es. Wie prophetisch für den Tod Jesu Jahrtausende später, 2 Jahrtausende später. Und der Altar in Jerusalem auf dem Berg Moria, damit legte Abraham das geistliche Fundament für die Königsherrschaft Davids über ganz Israel. Nachdem er 7 Jahre in Hebron war, ist er König 43 Jahre lang in Jerusalem. Abraham legt das geistliche Fundament für den Tempel in Jerusalem. Ausdrücklich heißt es, dass er auf dem Berg Moria gebaut wurde. Wir können es ausdrücklich nochmal lesen. Und er legt auch das geistliche Fundament und öffnet die Tür dafür, dass dann Jesus kommen konnte und auf dem Berg Golgatha, auf dem Berg Moria, als das auserwählte Lamm Gottes sein Leben für uns geben konnte. Wow. Ahnst du, dass hinter Gebet mehr steckt, als wir alle kennen? Dass es Dimensionen von Gebet gibt, wo du in einem Moment durchbrichst und etwas ist für immer anders? Etwas hat sich für immer verändert. Es bleibt ein Altar, ein sichtbares Zeichen in der sichtbaren Welt übrig. Jeder kann es sehen. Du hast einen Durchbruch mit Gott gehabt. Und das geht auch nicht wieder hinter zurück. Der ist nachhaltig. Die Veränderung ist bleibend, so wie nach Noah es nie wieder eine Sintflut gab. Wenn du einen solchen Durchbruch hast im Gebet, dass du den Herrn anrufst, im Sinne von einem Gebetsaltar zu bauen, dann kann in einem Moment es passieren, dass du gerettet wirst, dass deine Kinder gerettet werden, deine Enkel gerettet werden. Es kann in einem Moment passieren, dass der Himmel sich öffnet, nicht nur über dir, sondern über den nachfolgenden Generationen und sie plötzlich etwas freigesetzt wird über ihn, dass sie viel leichter oder überhaupt erst Gott begegnen können. Und genauso, wenn du einen solchen Gebetsaltar baust, dann baust du geistliche Fundamente für Pläne, die Gott in der Zukunft hat. Viele haben ein völlig verkürztes Verständnis von Gebet. Sie denken, ich bete für ein Gebetsanliegen und hoffe, dass Gott es erhört. Gebet ist anders. Und es steht auch nicht da, wenn Abraham den Herrn anrief und einen Altar baute. Wir stellen uns das ganz oft völlig verkürzt dar. Wir stellen uns vor, Abraham zog also durch, kam so in Bethel vorbei, machte eine Mittagspause, legte ein paar Steine aufeinander, betete ein bisschen den Herrn an, brachte ein Opfer und auch so 2 Stunden später oder so brach er wieder auf. Das steht nicht da. Es steht nicht da, wie lange Abraham an diesem Ort war. Es kann sein, er war eine Woche da. Es kann sein, er war 2 Wochen da. Es kann sein, er hat einen Monat lang den Herrn gesucht. Hat gesagt, August ist ein Gebetsmonat. Ich baue ein Altar. Es steht nicht da, wie lange Abraham da war.
Wir lesen nur den Effekt. Aber er hat auf jeden Fall so ernsthaft gebetet, dass jeder dieser 5 Altäre eine gigantische Auswirkung und Freisetzung hatte. Und ich frage dich einfach, welche Erwartung hast du an Gebet? Welche Erwartung hast du an Gebet? Kannst du das denken, dass dein Gebet solche Dinge auslösen kann? Ist für dich Gebet eine Bitte aussprechen und warten, dass eine Antwort kommt? Ich möchte dir gerne ein Bild mitgeben, wo ich glaube, es ist ein prophetisches Bild, um sich vorzustellen, wie Gebet auch sein kann. Und vielleicht kannst du das mal, Katja, jetzt hier auf den Beamer werfen. Gebet ist manchmal auch wie das Graben eines Tunnels. Was du hier siehst, ist der 15. Oktober 2010. Den habe ich live miterlebt. Ich weiß es noch ganz genau, weil es wurde vorher schon viel drüber geredet in Medien und so weiter. Da kommt der Durchbruch am 15. Oktober 2010. Und ich war in einer Autowerkstatt und die Autoreifen wurden für Winterreifen gewechselt. Und ich habe also im Warteraum vorne gewartet, während sie die Reifen gewechselt haben. Und da war ein Fernseher und alle schauten gebannt zu. Und dann, man sah erst diese Wand und dann bewegte sich da langsam was. Vielleicht sagt es dir was, der neue Gotthardtunnel war eins der größten Bauprojekte in den Alpen, Tunnelbauprojekte der letzten Jahrzehnte. Ein neuer Gotthardtunnel. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer. Ist, glaube ich, der längste Tunnel in den Alpen. Auf jeden Fall einer der längsten weltweit. Und es wurde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 15 Jahre lang gebohrt. Ein Tunnel wird ja heute so gebaut, dass von 2 Seiten man anfängt zu bohren. Und du bohrst also 15 Jahre lang von 2 Seiten ein Loch. Und dann hoffen alle, dass es sich trifft in der Mitte. Und es war so, es war nur ganz knapp nebeneinander. Die hatten es unheimlich gut getroffen, es war nur ganz, ganz knapp nebeneinander. Und hier siehst du genau diesen Moment am 15. Oktober 2010, wie also diese große Bohrmaschine sich da durchgräbt, durch die letzte Wand, die es noch getrennt hat voneinander. Und dann war der Durchbruch da. Neue Gotthardtunnel in der Schweiz, denke ich, wenn ich es richtig weiß. Ich finde, das ist ein starkes Bild für Gebet. Wenn du anfängst zu beten, weißt du, dass es genauso ist, dass von 2 Seiten angefangen wird, ein Loch zu bohren, um den Durchbruch zu bringen. Im Propheten Daniel lesen wir das. Da kommt irgendwann ein Engel zu Daniel. Daniel hat gefastet, 3 Wochen lang hat er gefastet. Und ganz am Ende der Zeit kommt ein Engel zu Daniel und sagt, Daniel, schon am Anfang, als du anfingst zu beten und zu fasten, wurde ich gesandt, aber dann wurde ich aufgehalten. Da waren geistliche Kämpfe in der unsichtbaren Welt. Da wurde ich aufgehalten, in einen Kampf verwickelt. Und ich habe es leider deswegen jetzt erst geschafft, zu dir zu kommen. Er hat gebetet und die Antwort wurde losgeschickt. Und von 2 Seiten wurde ein Tunnel gegraben, damit das durchkommen kann, was Gott geplant hat und was die Antwort auf das Gebet ist. 15 Jahre. Ich möchte etwas sagen zum Sinn auch unseres Tag- und Nachtgebets. Es ist genau das. Wir beten nicht einfach nur für einzelne Gebetsanliegen. Auch. Wir arbeiten an einem Durchbruch. Und ein richtiger Durchbruch, so wie so ein langer Tunnel, der braucht seine Zeit. Wir sind gar nicht mehr so weit entfernt von den 15 Jahren übrigens. Aber ich sage nicht, dass wir bis dahin warten müssen mit dem Durchbruch. Der kann auch früher kommen. Aber selbst wenn es noch 3 Jahre dauert, 12 haben wir schon. Das lohnt sich, oder? So ein richtiger Durchbruch. Sowas in der Art. Wow. Der Himmel öffnet sich über Leipzig, über den Ballungsraum Leipzig und Halle. Der Himmel öffnet sich über nachfolgenden Generationen, leiblichen Generationen, aber auch geistlichen nachfolgenden Generationen. Ich will, dass hier eine Gemeinde entsteht, die nicht nur heute für Jesus brennt, sondern auch in der nächsten und übernächsten Generation. Weißt du, dass das an unserem Gebet liegt? Dass wir in unserem Gebet das entscheiden können, dass wir einen Altar aufrichten,
der etwas so freisetzt, dass unsere leiblichen, aber auch geistlichen Kinder noch genau an denselben Orten, und damit meine ich jetzt nicht nur geografische Orte, aber selbst das kann sein, ich meine aber auch geistliche Orte sozusagen, genauso dem Herrn begegnen und der Himmel offen ist über ihnen und Gott ihnen begegnet und zu ihnen redet. Ich bin schon fast fertig. Lass das ruhig mal dran, das ist ein schönes Bild. So, wir bauen in der Tag- und Nacht-Gebetskette einen Gebetsaltar. Und ich weiß nicht, wie lange diese Weltgeschichte noch geht, wahrscheinlich nicht mehr lange. Aber falls sie noch 2000, 3000, 4000 Jahre gehen sollte, was ich überhaupt nicht glaube, weißt du, was ich cool fände? Wenn man in der sichtbaren oder in der geistlichen Welt immer noch die Reste dieses Altars finden würde. So wie von Abraham und von David. Wenn wir so Spuren hinterlassen in der Geschichte, dass Gott darauf Dinge aufbauen kann, wo du im Nachhinein sagen kannst, boah, da war der Altar. Und weil Abraham Gott angerufen hat und diesen Altar gebaut hat, konnte David kommen, konnte das Land eingenommen werden, konnte David in Hebron als König beginnen, dann in Jerusalem König werden. Der Tempel konnte in Jerusalem gebaut werden und Jesus konnte kommen und auf dem Berg Moria als das Opferlamm geopfert werden. Ich habe nur noch eins und dann bin ich fertig. Diese Altäre Abrahams, die hatten ganz simpel drei Bestandteile. Und ich denke, das ist eine Botschaft in sich. Und das ist es, was es braucht, wenn wir einen wirklichen Gebetsaltar aufbauen wollen. Ein Altar, ein Opfer und Feuer. Altar, Opfer und Feuer. Altar, Opfer und Feuer. Gebet, was solchen Impact hat, solche Veränderung bringt, so ein Pflock einrammt, sodass es ein klares Vorher und Nachher gibt und dass nach diesem Gebet, und ich meine damit, dass manchmal gibt es einen Moment ein solches Gebet, das habe ich vorhin gesagt, ein Gebet, das einen Menschen rettet, aber manchmal ist es vielleicht auch ein Monat und manchmal sind es vielleicht auch 15 Jahre. Aber ein Gebetsaltar, der etwas verändert, der einen Pflock einrammt, den baust du immer nur mit Opfer und Feuer, mit Hingabe, mit Leidenschaft, mit Feuer für Jesus, mit Entschlossenheit, baust du einen solchen Altar. So hat Abraham ihn gebaut, so hat Noah ihn gebaut. Und nur so können wir ihn auch bauen, mit Opfer und Feuer. Und ich rufe dich mit neuem Opfer und neuem Feuer in den Monat August und ich rufe dich mit neuem Opfer und neuem Feuer in die Gebetskette. Und ich lade dich ein, dass wir mal gemeinsam aufstehen und Simon, wenn ihr nach vorne kommt. Herr, wir danken dir, dass du uns lehrst in deinem Wort über Gebet. Wir danken dir für deine Idee von Gebet. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Wer zum Herrn schreien wird, der wird errettet werden. Wir danken dir für eine Idee von Gebet, wodurch Gebet sich etwas für immer verändert. Ein Gebet, was einschneidend ist, was nachhaltig ist, was gewaltig etwas freisetzen kann im eigenen Leben, aber auch für die nachkommenden Generationen und noch Jahrhunderte im Voraus für die Pläne, die du hast. Wir danken dir, dass du uns diese Möglichkeit gibst. Wir danken dir, dass unser Leben so einen Impact, so einen Eindruck in der Geschichte hinterlassen kann. Danken dir für Gebet. Und ich lade dich ein, dass du selbst Jesus eine Antwort gibst auf diese Botschaft. Es ist
ein Ruf ins Gebet. Es ist ein Ruf zu neuem Glauben für Gebet, zu neuer Erwartung für Gebet. Es ist auch ein Ruf zu neuem Feuer und neuem Opfer für Gebet. Es ist ein Ruf zu neuer Entschlossenheit. Es ist auch ein Ruf zu neuer Vision für Gebet. So innerlich eine Vision hast und siehst die Not, die du hast, oder die Not, die dir es vielleicht macht, deine Kinder, deine Enkel, deine Nachkommen zu sehen, wie sie ohne Gott leben oder auf Wegen, die nicht mit dem Herrn sind. So vielleicht siehst du aber auch unser Land. Siehst all die Sünde, all die Gottlosigkeit. Vielleicht siehst du Israel. Siehst all das, was es braucht, was passieren müsste, was Gott tun will. Und der Herr legt es in unsere Hand und sagt, bau einen Gebetsaltar. Ruf den Namen des Herrn an. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Es ist ein Ruf ins Gebet. Und ich lade dich ein, dass du ganz persönlich an deinem Platz antwortest auf das, was du gehört hast.